Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Force Awakens. Genau, wir waren hier letztes Mal stehen geblieben mit Rey und BB-8. Und mal sehen, was uns jetzt im nächsten Level erwartet. Auf geht's. Ach, genau. Da kommen wir nur mit einem Speeder drüber. Da war ja was. Mal gucken, wie wir den jetzt... Ach so. So kriegen wir den. Wie bestellt? So, und aufsatteln. Halt dich fest. Los geht's. Also können wir schneller fahren. Okay, stopp. Da war was. Was ist das? Die Schatten der Ersten Ordnung erstrecken sich bis in die hintersten Winkel der Galaxie. Das sind dunkle Zeiten. Okay, wahrscheinlich irgendwie eine Nebenquest. Oh, nice, da kann er... Okay, nice. Oh, hey, stopp! Neues Kraftfeld, Kleine. Damit halten wir Räuber und Gesindel fern. Ich würde dir zeigen, was ich mit Gesindel meine, aber ich habe keinen Spiegel dabei. Oh, und wenn du glaubst, du würdest dann im Kraftfeld vorbeikommen, dann möchte ich das zu gern sehen. Okay, das ist auf jeden Fall was Neues. Das ist nicht im Film. Aber das sollte machbar sein. Was ist das hier? Müssen wir uns das Fragezeichen jetzt eigentlich angucken? Weil theoretisch könnte... Ich hau erstmal ein bisschen was kaputt hier. Okay, das sieht ganz gut aus. Genau, da kann man ja was Schönes zusammenpuzzeln. Mal sehen, ob ich an die Überbrückung herankomme. Das ist ja einfach. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich wieder kaputt hauen. Ich will etwas umbauen. Genau, und dann hier rüber bauen. Und dann die andere Unterbrückung runterholen. Mit unserem Kumpel. Das war jetzt falsche Richtung, aber ist egal. So. Perfekt. Oh, das gibt sogar noch ein bisschen Geld. Schön. Kommen wir jetzt schon rein, oder wie ist das? Ja, okay. Super, da müssen wir jetzt unseren Stock ranwerfen. Und ich nehme an. Einfach mal so rüber. Und dann können wir nämlich das runterziehen. Kannst du das Elektro shoppen? Und jetzt da den Schocker rein? Ja, okay. Das können wir ja schon alles. Perfekt. Dann guck ich mal, ob jemand einen Job für mich hat. Anstatt sie einfach außen rum geht, weil da irgendwie nur dieser Zaun ist. Aber gut, egal. Wir machen das natürlich. So, jetzt ist wahrscheinlich das nächste Level, oder was? Geschichte fortsetzen. Jawohl, gerne. Lass uns natürlich wieder überspringen. Gucken, ob wir das schnell überspringen können. Jawohl. Was du mir heute gebracht hast, entspricht dem Wert. Deine Viertelration. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Druiden? Was ist mit ihm? Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Oh, eigentlich ist der Druide nicht zu verkaufen. Komm mit. Folgt der Kleinen und schnappt den Druiden. Der Druide sagt, du hast sie gestohlen. Wo hast du sie her? Er meint, sie gehört seinem Master. Sie gehörte Poe Dameron. Richtig? Er wurde gefangen genommen.
Von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff wurde getroffen. Poe hat's nicht geschafft. Dann bist du also beim Widerstand? Wie es aussieht? Ja, das bin ich. Ich bin beim Widerstand. Ja, ich bin beim Widerstand. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich hat er eine Karte bei sich, die zu Luke Skywalker führt und alle wollen die haben. Komm schon! Okay. Oh, ich hasse Sturmtruppler. So, den gehen wir auch nicht an auf die Mütze. Jetzt können wir ein bisschen Geld einsammeln. Dann kriegen wir nämlich noch ganz viel Geld hier zusammen. Weil wir gerade noch mal 4 haben. So. Mal gucken, was hier machbar ist. Ich glaube, mit den Kisten können wir uns vor denen verstecken, aber das ist, glaube ich, nicht so Bock darauf. Hier können wir mit Macht was machen. Ich weiß gar nicht, Rey müsste ja eigentlich dann später Macht können. Weil sie ja der einzige Jedi ist, aber mal sehen. Okay, jetzt, wir lassen ja die nicht mit Kleinigkeiten. Was müssen wir hier machen? Das sprengen oder was? Wie ist das mit ihm? Kann er was? Alter, steht mir im Weg rum. Man muss es kaputt schießen. Sagt mir das Fragezeichen. Akrobatische Charaktere wie Rey, okay. Zack. Warum kommt sie jetzt nicht unten? Voll. Okay, gedrückt halten. Moment, ich finde einen Weg für euch. Moment, erstmal muss ich hier die Gemüsebeete kaputt kloppen. Okay, alles klar, sie übertreibt es direkt. Gut. So, und jetzt einen Weg suchen. Was ist das hier? Ein Flieger? Alte Turbine? Genau, irgendwie was hier war doch ein bisschen. Ah, nice, ein Katapult. Können wir uns da reinsetzen oder was? Ah, hier unten können wir es bedienen. Wozu der Stab alles gut ist. So. Super. Perfekt. Durch sind wir. Das wahrscheinlich wieder kaputt machen und woanders hinbauen. Erstmal muss ich hier den noch einen auf die Mütze geben. Perfekt. Aber dem auch noch rein. Dieses alte imperiale Schiff ist im Weg. Vielleicht hat es genug Saft, um es umzupacken. Da hinten würde ich das hinbauen. Ah, jetzt. Super. Dafür müsste ich ins Cockpit kommen. Da muss BB-8 drauf. Okay, nice. Und jetzt kann Finn, sorry. Er kann wahrscheinlich jetzt. Genau. Woher hast du den Zugangscode für ein imperiales Schiff? Ja, Mensch. Woher hat er den? Das ist auch so richtig schwer. Super, dann haben wir unsere Brücke erschaffen. Können wir also direkt loslegen. Kommen wir da durch oder ist das mit ihm nicht machbar? Okay, BB-8 kann. Achso, wir können nur vorbei. Okay, alles klar. Ja, er kann richtig schnell bauen, Alter. Ist das jetzt hier so ein Strahlenschild? Gut, erstmal können wir. Die können wir ja abschießen, das ist ja kein Problem. Boah, Junge. Das ist richtig brutal, was gerade hier abgeht. Das spiele ich eigentlich. Ich wollte den gar nicht spielen. Erstmal weiter im Text.
Okay, irgendwie müssen wir da hochkommen. Okay, nice. Gut. Und erstmal muss ich dem hier ein paar Schocks abgeben. Und dann kann ich das hacken, genau. So, jetzt kriegen wir da einen Elektroschock rein. Können wir uns wahrscheinlich gleich langkommen. Mit Ray. Erstmal verprügel ich die beiden hier. Ja. Nimm die einfach hoch. So, und jetzt. Genau. So hätte ich es auch gedacht. Dann da hoch. Weiter, weiter. Super. Das kurz kaputt hauen. Und jetzt wahrscheinlich für Finn, dass er sich da hochhangeln kann. Oder einfach eine Leiter, okay. Geht auch. So, hier. Müssen wir wieder ran? So, jetzt können wir direkt wieder puzzeln. Geht eigentlich ganz gut von der Hand hier, das Level. So. Und hier müssen wir wieder hacken. Super. Das ist echt gut machbar. Ja, alles klar. Gleich müssen wir... Oh, falsche Karte. Gleich... Einfach ein Sombrero. Den rasenden Falken. Müssen wir gleich bekommen. So, hier müssen wir mit Ray wieder auf. Die kann einfach rüberlaufen. Alles klar. Ja, ich suche dir einen Weg. Jetzt. Was ist er für einer? Wahrscheinlich. Oh. Sollte auch drauf schießen. So, die Klone erstmal kaputt geschossen. Was kaputt machen? Nice. Noch was kaputt machbar? Ne, egal. Den verprügeln wir kurz nochmal. Und hier sind drei Tiere. Das kennen wir noch aus dem Level davor. Komm ich da mit Poren? Nee. Gut, erstmal wieder was puzzeln. Mit BB-8. Wir sie rein. Gute Idee, BB-8. Bleib in der Nähe. So, jetzt können wir wieder richtig Geld einsammeln. Erstmal alles kaputt machen, aber ein bisschen Geld kann man ja nicht schaden. Vielleicht müssen wir später irgendwie noch was Wichtiges kaufen oder so und da haben wir gar kein Geld. Was ist hier? Ach, wir müssen mit diesen Kühen rein. Das Creamwein. Den will ich mal reiten. Den hatten wir noch nicht. Er hat so ein Ding in der Nase. Wie komme ich da jetzt ran? Kann ich eigentlich die Dinger hier auch, die
Er macht so kleine Angriffe. Der hüpft einfach. Ja, gut, das war. Ray ist einfach direkt weg. Was gibt's hier noch? Hier ist bestimmt noch ein Geheimnis. Was ist denn das für ein Teil da hinten? Erstmal das hier aufmachen. Hey. Hä? Ach, jetzt. Okay. Oh, nice. Ein Minikit. Bekomme ich das schon? Jawohl. Cool. Das ist cool. So, was ist das hier für einer? Na toll, hier würden wir mit R2... Wenn irgendeinem eine Macht hat, können wir hier R2D2 rausholen. Ist doch... Ne, ist nicht R2D2. Ist anders. Und hier müssen wir das sprengen, dann kriegen wir auch noch ein Minikit. Und hier ist auch noch ein Droide drin. Na gut, egal. Wir gehen erstmal weiter. Aber ich soll jetzt sagen, das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Haut rein. Ciao.